Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hab ich was dabei, das mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um mich dreht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Hallo und willkommen heute mal wieder zu einer Andacht aus meinem Wohnzimmer. Naja, ein bisschen was gibt's bei dem Wetter natürlich auch von draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Immer schon so lang ich denken kann, kenn ich dieses Bauchgefühl, das mir meine heißen Spuren zeigt und überhaupt, wohin ich will. Manchmal hab ich's nicht so ernst genommen, den falschen Geistern nachgejagt. In der ganzen Action kriegt man nicht immer mit, was die innere Stimme sagt. Und dann kommt man ins Schleudern, nichts geht mehr, aber dann wird mir wieder klar. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hab ich was dabei, das mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um mich dreht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdreh, ich weiß, wohin es geht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Fragst mich, wohin deine Reise geht, wo führen dich deine Sterne hin? So viele Kreuzungen, an denen du stehst, auf der Suche nach dem Sinn. Und dann kommst du ins Schleudern, nichts geht mehr, aber dann wird dir wieder klar. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hast du was dabei, das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wohin es geht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Von Ost bis nach West, hast du was dabei, das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wohin es geht, dein Herz ist dein Kompass. Zeig dir den Weg. Mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Eigentlich eine geile Formulierung. Mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Aber wonach richtet sich mein Herz eigentlich? So ein Kompass orientiert sich am Magnetfeld der Erde. Die Kompassnadel zeigt nach Norden und dann weiß auch ich, wo die anderen Himmelsrichtungen sind. Aber wonach richtet sich die Kompassnadel deines Herzens? In dieser Welt gibt es viele Angebote, denen dein Herz folgen soll. Ich kann dir hier nur erzählen, wonach sich die Kompassnadel meines Herzens ausrichtet. Das Magnetfeld für den Kompass meines Herzens ist das Magnetfeld Gottes. Wo ich das finde? Na, zum Beispiel in der Bibel. Da stehen ganz viele Geschichten drin von Menschen, die ihren Lebenskompass nach dem Magnetfeld Gottes ausgerichtet haben. Da ist zum Beispiel Abraham. Ganz verrückte Geschichte. Gott sagt zu ihm: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft
und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie bitte nochmal? Einfach mal alles zusammenpacken und aus dem gewohnten Umfeld weggehen? Wie krass ist das denn? Und was macht Abraham? In der Bibel steht dazu, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Wie bitte was? Also mal ganz ehrlich, das ist doch verrückt. Gott sagt, geh. Und ohne irgendwelche Rückfragen, Absicherungen oder sowas, macht sich Abraham mit allem, was zu ihm gehörte, auf den Weg. Ins Ungewisse. Schon krass. Fand ich als Kind schon. Und daran hat sich bei mir bis heute nichts geändert. Ich finde das immer noch ganz schön krass. Aber was mich daran so fasziniert, ist dieses Wahnsinnsvertrauen in Gott, das Abraham hat. Ey, der glaubt fest daran, da, wo Gott mich hinschickt, kann es nicht schlecht sein. Vielleicht ist der Weg nicht immer einfach, aber das Ziel ist immer ein gutes. Er ist davon fest überzeugt, dass Gott es gut mit ihm und mit seinen Leuten meint. Gott sagt, geh hierhin. Und Abraham geht. Gott sagt, geh dorthin. Und Abraham geht. Immer im festen Vertrauen darauf, dass Gott es schon gut macht. Naja, aber auch Abraham war nur ein Mensch. Manchmal meinte auch er, dass er dem Guten ein bisschen nachhelfen müsste. Zum Beispiel, als sie in einem fremden Land unterwegs waren, da gab er Sarah, seine Frau, als seine Schwester aus. Warum? Naja, er glaubte, wenn der König seine schöne Frau sehen würde, dann könnte er sich ja in sie verlieben und dann könnte er ja Abraham umbringen, um an seine schöne Frau ranzukommen. Oder als Gott ihm verspricht, dass er ein großes Volk aus ihm machen will. Weil da aber Sarah schon so alt war, da schläft er mit seiner Magd. Damals übrigens keine Seltenheit, wenn man ein Nachkommen brauchte. Aber all das störte die Verbindung mit Gott nicht. Denn Abrahams Herz wird immer wieder an Gottes Magnetfeld ausgerichtet. Und wenn er mal einen Umweg gegangen ist in seinem Leben, dann führte ihn die wieder neu ausgerichtete Kompassnadel in seinem Herzen zurück auf seinen Weg. Dass das im wilden Chaos des Lebens tatsächlich funktioniert, das glaubten auch andere Personen, von denen die Bibel berichtet. David, der große König, bittet in seinen Liedern Gott oft, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Ja, auch er, der große König, das Vorbild der Glaubenden, machte Fehler und krasse Umwege. Bis dahin, dass er den Tod eines Mannes herbeiführte, in dessen Frau er sich verliebt hatte. Nur, damit sein Ehebruch nicht entdeckt würde. Aber mal ehrlich, als ob ich sowas vor Gott verstecken könnte. Sicher nicht. Das musste auch David erkennen. Und was tat David? Er wandte sich nicht von Gott ab, weil er sich von ihm ertappt fühlte. Nein, er bat um Vergebung. Und Gott? In der Bibel steht, dass er David bestraft hat, aber ihn dennoch nicht fallen gelassen hat. Das Grundvertrauen, das wurde zwar erschüttert, aber nicht gebrochen. Und David hatte den Mut, sich wieder neu am Magnetfeld Gottes auszurichten. Er hatte den Mut, immer wieder in seinem Leben zu bitten, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Ja, es erfordert Mut, sich nach jedem Umweg wieder neu am Magnetfeld Gottes zu orientieren. Und dabei helfen nicht nur die Geschichten aus der Bibel, sondern auch Gedankenanstöße und Andachten, so wie diese hier, oder auch Gottesdienste. Oder manchmal auch ein Gespräch, ein Buch, ein Regenbogen, die Schöpfung überhaupt. Ja, es gehört Mut dazu, sich der Beziehung mit Gott zu stellen. Die Kompassnadel seines Lebens am Magnetfeld Gottes auszurichten. Es wäre oft vielleicht sogar einfacher zu sagen, heuer, na, dann lasse ich das halt. Aber ich sage dir, es lohnt sich total, sich dem zu stellen, denn das ist das größte Abenteuer meines Lebens. Versuch's und richte die Kompassnadel deines Herzens am Magnetfeld Gottes aus. Und schon geht das Abenteuer los. Amen. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West,
hab ich was dabei, das mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wieder um mich dreht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdrehe, ich weiß, wohin es geht, mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Komm, lass uns noch gemeinsam mit Gott reden und beten. Mein Gott, ich find's krass, dass Abraham und David die Kompassnadel ihres Lebens so konsequent an deinem Magnetfeld ausgerichtet haben. Und auch wenn sie vom Weg abgewichen sind, hatten sie immer wieder den Mut, ihren Lebenskompass ganz neu in dein Magnetfeld zu stellen und die Richtung wieder aufzunehmen. Diesen Mut will ich auch in meinem Leben immer wieder haben. Amen. Mein Herz ist mein Kompass und zeigt mir den Weg. Mein Kompass funktioniert im Magnetfeld Gottes, denn Gott ist immer da auf diesem Trip, der sich das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdrehe und absolut überhaupt nicht mehr weiß, wohin es geht, dann ist mein Herz mein Kompass und zeigt mir den Weg. Denn mein Kompass funktioniert im Magnetfeld Gottes. Hey, schön, dass du heute bei dieser Andacht dabei warst. Und wenn du Lust hast und dir das auf dem Herzen liegt, dann kommentiere, like oder teile diese Andacht gerne. Hab eine gute Zeit und vielleicht versuchst du ja mal, deinen Lebenskompass am Magnetfeld Gottes auszurichten. Und wenn du willst, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, deine Eule Astrid 07. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hast du was dabei, das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wohin es geht, dein Herz ist dein Kompass und zeig dir den Weg. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West, hast du was dabei, das dich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos wie wild um dich dreht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg. Er ist immer da, in jedem Moment, auf diesem Trip, den man das Leben nennt. Und wenn du mal durchdrehst, nicht weißt, wohin es geht, dein Herz ist dein Kompass und zeigt dir den Weg.